In der Transportverpackung jeder Hüppe Extensa Pure findet sich eine Montageanleitung. Es wird zunächst ein 18 mm Rücksprung zum Wannenrand markiert. Hier wird die Wandleiste angesetzt und lotrecht ausgerichtet, bevor die Bohrlöcher für die Befestigungsschrauben angezeichnet werden. Anschließend bohren, Dübel setzen und die Wandleiste verschrauben. Nun werden die Bremspuffer für das Gleittürsegment eingesetzt. Im nächsten Schritt muss das Festsegment in die Wandleiste eingeschoben und auf der Duschwanne ausgerichtet werden. Durch Eindrücken einer Kederleiste wird das Festsegment in der Wandleiste vollständig fixiert. Die Wandleiste wird mit einer Abdeckkappe verschlossen. Für die Montage der Querverstrebung zunächst die Klaue auf die obere Kante des Festsegments aufsetzen und verschrauben. Den Abstand zwischen Klaue und Wand genau ausmessen und die Querstrebe passgenau zuschneiden. Danach diese in die Klaue einschieben, waagerecht und im rechten Winkel zum Festsegment ausrichten und die Bohrlöcher der Wandaufnahme anzeichnen. Anschließend die Halterung an der Wand verschrauben, die Querstrebe einsetzen und mit der Klaue an der Glasseite verschrauben. Die Fixierung der Querstrebe in der Wandhalterung erfolgt nach millimetergenauer Ausrichtung der Querstrebe bis zur lotgerechten Stellung des Festsegments. Auf der Unterseite der Laufleiste für die Gleittür werden Klebepads aufgebracht und die Laufleiste auf der Duschwanne ausgerichtet und befestigt. Nun werden die Laufrollen und der Griff am Türsegment befestigt. Bereits jetzt wird das Schwallprofil der Gleittür aufgesteckt. Das Türsegment wird auf die Laufleiste aufgesetzt und in die obere Klaue des Festsegments eingeschoben. Danach erfolgt die Montage des Türstoppers an der Oberseite des Türsegments. Nun wird die vertikale Dichtleiste auf das Festsegment aufgedrückt. Die von Phoenix Design gestaltete Hüppe Extensa Pure realisiert die Idee der Walk-In mit einer innovativen Gleittürtechnik und verbindet so platzsparend die Vorteile eines Komforteinstieges mit hohem Spritzschutz auf bis zu 2 Metern Länge.